Hallo zusammen, salve a tutti. Mein Name ist Christian Schlegel. Es ist heute der 21. Mai und wir haben 13.09 Uhr, wenn ich mit diesem Clip hier anfange. In diesem kleinen Clip geht es um den Dow Jones. Die Jungs schlafen noch da drüben. Deswegen habe ich Zeit, den jetzt zu machen. Habe ich das letzte Mal vor 2 Wochen gemacht und das Chartbild hat sich nicht nennenswert verändert. Vor 2 Wochen sagte ich, es ist wichtig, dass dieser Punkt hier überboten wird. Mit Schlusskurs, das ist die 24.750. Und es ist wichtig, dass dieser Schlusskurs hier, dieser Tiefskurs unterboten wird, das ist die 22.926, immer mit Schlusskurs. Wir waren hier drunter, aber haben uns dann fulminant wieder reingekämpft. Also wirklich spektakulär. Wir sind jetzt hier schon ein paar Mal dran gewesen an dieser 24.750, aber wir schaffen es nicht. Schauen Sie mal, was die Bänder machen. Also wie gesagt, das letzte Mal, das war ungefähr hier, wo ich den Film gemacht habe, die Bänder sind wieder sehr eng. Wenn wir schauen, wie eng sie genau sind, das ist von 23.230 zu 24.740. Das ist wenig. Ja, das, oder andersrum, das ist normal, sagen wir es mal so. Wir handeln momentan oberhalb der 10- und 20-Tage-Linie. In den Webinaren, ihr wisst das, sage ich immer, wenn ein Markt in eine Seitwärtsphase geht, was über die Bänder ganz gut angezeigt wird, vergesst die Trendfolge. Auch die nibbeln hier nebeneinander, die kopulieren hier rum ohne Entscheidung. Vergesst die einfach, da ist nichts zu wollen. Der Chart ist in diesem Moment jetzt hier wichtiger. Das heißt, wenn wir über die 24.750 gehen und schließen, haben wir diese ganze Strecke hier als Potenzial, durchaus auch die 200-Tage-Linie bei im Moment 26.378. Wenn wir unter die 22.926 gehen, muss ich damit rechnen, dass wir auch dieses Gap hier schließen bei rund 21.000. Der Chart ist in einer völligen Pattsituation, liefert nichts. Die Technik über den Trendfolger, der genau wie die gleitenden Durchschnitte völlig ohne Aussage ist, ist hier völlig neutral, denn es ist quasi um die Nulllinie, da ist nichts. Die Stochastik gilt als überkauft, das werdet ihr bei, na, ich würde mal schätzen, 75% der Werte finden, egal ob im Dow, Nasdaq, im DAX, im MDAX, wo auch immer, gilt als überkauft, zeigt aber noch keine Schwäche. Das Problem, was der Markt insgesamt und nicht nur der Dow, sondern auch Nasdaq und DAX und MDAX haben, ist, je länger das dauert, dass der sich aus dieser Seitwärtsphase, die jetzt hier seit dem 6.4. würde ich das mal hier im Dow titulieren, ist, umso mehr baut sich das auf. Und dann kann es nur noch eine Richtung geben. Das heißt, er muss jetzt zusehen, dass er endlich mal hier neues Terrain gewinnt. Für die Leute unter euch, die grundsätzlich sehr positiv gestimmt sind, meiner Meinung nach muss er eine Option mit der Basis unter diesem 38er hier liegen. Das heißt, unter 22.533. Ich habe mich diesmal für diesen Schein hier entschieden. Das ist von Goldman Sachs ein unlimitierter, ein Open-End-Schein mit der Basis 22.394. Das ist ein Hebel 12, das ist für mich relativ wenig. Also normalerweise gebe ich größere Hebel an, aber im Moment, ich sehe da keinen Sinn drin. Das ist die Kennnummer GC18G3, Gustav Cäsar 18 Gustav 3. So, beim Put sieht so aus, den möchte ich nicht nur hinter diese FIBO-Zahlen hier legen, diese 25.218, das wäre mir zu nah. Den möchte ich gerne hinter die 200-Tage-Linie legen, die momentan bei 26.378 liegt, da habe ich den hier. Eine Basis 26.468. Das ist ebenfalls von Goldman ein unlimitierter Schein mit der Kennnummer CH0L2K. Der ist für den Fall, dass wir hier unten das Low rausnehmen. Also da ist nichts entschieden. Der Junge macht spannend und in der Zeit wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye, ciao.